Hallöchen Freunde der Sonne, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Season Nummer Uno. Mit dabei sind wieder die üblichen Verdächtigen, der abenteuerlustige Gifty. Hey ho! Mit dabei ist natürlich auch der verpeilte, nichtsnutzige Willi. Oh, war es mir klar, dass ich das natürlich wieder bin. Ja, ich wollte eigentlich nicht sagen, da war dann nichts nützlich noch mit dabei, das hat nicht so gepasst. Und natürlich unser Ehrenmann, der Mitgründer von The Buddy Man, Steve. Hi. Ich wollte gerade Und sagen. Die Oberpfeife aller Oberpfeifen, der Mann, der sich hier alle Dias snacken möchte und alle Smaragde, der Nein, nicht teilen kann. Ich habe 4 Dias gefunden, 5. André. Hallo. Ich bin im Diamantrausch. Im Goldrausch, der härteste Job Alaskas. Diamant, Redstone, ich farm hier alles weg. Die neue Show auf D-Max, André und die Diamanten, der härteste Job in Deutschland. Der härteste Job in Minecraft. Ich gebe hier öfters Farm. Ich bin einfach Level 17 mittlerweile. Wow. Ich bin Level 14. Ich bin gleich Level 13. Ich bin 24. Red doch nicht ohne mich los. Mann, ich hab meinen Lava hier weggemacht. Okay, ich hab 9 Dias. Ich bin der höchsten, trotzdem bald mal der mit dem höchsten Level. Müssen wir nicht. Okay, Steve ist zu Tode verbrannt. Ja, Steve hat eh keine Level mehr. Der ist ich hab keine Eisenspitzhacke mehr. Komm her. Oh, wo kommt. Alter, wo kam der auf einmal her? Ich war in deinem Scheiße. Aber wir können einen Ofen bauen. Hast du Holz bei? Nein. Ich töte jetzt deine Hunde, Willi. Die war gerade in meiner Toilette. Ich hätte das Ding doch wieder mitnehmen sollen, Kacke. Ja, und er hat gesagt, er tötet deine Hunde jetzt. Weil du es verdient ich hast. Arsch lecken. Ich hab's nicht verdient. Ich habe nichts gemacht. Kann man den Ofen nicht ohne Werkbank bauen? Ich gebe nur weiter, was er gesagt hat. Du brauchst aber auch Stiele, André. Die sind Spaß. In der Tat. Ja, das ist wahr. Kann man so sagen, ja, warum nicht? André stimmt mir zu? Nein, ich hab mit dem Spiel geredet. What? Achso, ja, also ich dachte, gehen wir mal kurz zurück. Ich finde auch, dass wir erstmal einen Ausgang suchen sollten, weil mein Inventar ist auch fast voll. Ein Ausgang? Also ein Ausgang. Ich habe nur noch 4 freie Slots. Ich habe heute leider keinen Ausgang für dich. Nee. Ja, okay, dann gehen wir zurück. Du kommst aber nicht in den Recall, sage ich dir. Wollen wir die Fackeln wieder mitnehmen, damit wir wissen, wie der Weg ist? Also damit wir nochmal erkunden können oder lieber lassen? Können wir lassen einfach. Ich würde die lassen. Ich würde mir vielleicht für die Abzweigungen die Fackeln wegmachen. Weißt du, was ich meine? Hier unten ist zum Beispiel Sackgasse gewesen, oder? Du bist auch so eine Sackgasse, ey. Genau, dass wir die halt von hier mitnehmen. Also da, wo Sackgassen sind, dass ihr wisst, wo keine Sackgassen sind. Meinst du? Ja, toll, André. Sind wir von da oben gekommen oder von hier unten? Von oben. Egal, ich habe jetzt genug Dias, um mir ein Enchantment Table zu machen. Das ist das Wichtigste. Dann habe ich nochmal... Das Zauberbuch mit Haltbarkeit. Ja. Ich bin noch nicht da gewesen, ja. Achso, okay. Was tropft eigentlich komisches Grünes durch die Decke? Wenn du das kaputt machst, dann fliegt hier alles uns um die Ohren. Okay, also mach kaputt. André, mach es bitte. Wasser. Grün. Das müsste Wasser sein, André. Grünes Wasser. Ich hab's noch nicht gespielt. Das könnte das Moorwasser sein. Wir sterben ist ein bisschen suboptimal, ja. Was ist das andere? Sterben ist jetzt eigentlich schon nicht so meine Idee gewesen. Warum ist das weißt, schon wieder dunkel? Was wir machen könnten? Uns diagonal nach oben bauen. Eine Treppe runter hochbauen. So. Baust du? Ich guck dir zu. Oh. Ich weiß nicht, ob... Eigentlich müsste es theoretisch so klappen. Theoretisch kommen wir denn irgendwo raus, wir müssen halt nur gucken, wo wir rauskommen. Müssen diese Fliegeviecher, diese Bastarde, diese kleinen Nazis mal mich angreifen, ey?
Ja, wir sind alle anderen unter, sind entweder im Nether oder unter der Erde. Alter! Das sind drei Creepers und die explodieren hier alle in meiner Nähe. Sehr schön. Und mit. Kannst du ab und an eine Fackel setzen? Hast du da Fackeln? Ja, ich hab Fackeln. Ich baue gerade noch hinter dir ab, deswegen. Ist noch ein bisschen zu viel Licht. Alter! Ist ja noch eine Wasserleiche. Das ist nur Willi. Nee, das war nicht Willi, es war so ein. Ja, das ist das Fliegevieh. Ah. Es kommt auf mich zu. Es kommt direkt auf uns zu. Sehr schön. Sehr schön. Hanne, wenn da Lava ist, ja, dann bau das sofort wieder zu. Und lass mich vor. Lassen die irgendwas ab, die Viecher? Ja, Schuppen oder so. Was du damit machen kannst. Turmhaut. Ja, Turmhaut. Also ihre Haut. Schön fast direkt über mir abgebaut. Das ist nicht schlau. Okay, ich wusste nicht, dass die Skelette Angst vor Hunden haben. Und doch, weil die Hunde. Hunde zerfleischen sie doch. Und die Creeper haben Angst vor Skelette. Ocelots. Skelette zerfleischen Gebot. Die Creeper haben Angst vor Ocelots, das ist richtig witzig. Die rennen dann immer durch die Gegend vollkommen wirr. Okay, wie viele Dias habe ich? 12. Sehr schön. Alter, jetzt sind ja schon drei von diesen Fickgesichtern. Ist doch nicht normal. Müsste ausreichend sein. Ich lock's jetzt zu Steve. Nee. Never. Ich muss schön verpissen. Wie willst du die ins Nether bekommen? Ich habe eine Spinne, André. Was für eine Spinne? Aber ist nicht bei dir, oder? Nö. Steve! Okay. Wir müssten aber bald oben sein. Wo bist du? Da bist du. Ich stehe hier bei mir gerade. Guck mal, hier ist nämlich Erde. Ich will dich mitbringen. Guck mal nach oben. Das ist kein Erde, das ist Granit. Oh. Ich sehe nicht. Das ist die Erde neben dir. Sie ist nur eine, oder? Stimmt. Das sind drei eigentlich. Da kommt der andere, Steve! Da kommt der andere! Der kommt da. Erstmal gegen von. Stimmt. Also du bist Steve! Kipki, du weißt, ich bin Physiker. Ich muss erst probieren, bevor ich irgendwas glaube. Okay, jetzt kommt wieder Stein. Nein, sie verfolgen mich immer noch. Gut so. Warum? Soll ich jetzt anderen Headshot verpassen? Ja, mach bitte. Bitte. Bring das Ding endlich um. Dann ist was endlich los. Ich habe auszusehen sogar losgelassen. Ich bin froh, dass ich noch hochgezogen habe. Ich bin froh, dass ich eine Eisenrüstung anhab. Hab ich es doch getroffen? Bring es um, bevor es Eier legt. Oh, sorry. Alter, ich bleib jetzt hier drinne, bis das Vieh weg ist. So, ich suche jetzt gerade meinen Ausgang. Was hast du gesagt, Kimschi? Kriegst dafür einen Dreizack von mir. Alter, diese Höhle ist einfach nur verwinkelt, das geht nicht mehr. Ich hab. Oh. Das war knapp. Ich hab. Oh. Na, wir sind halt. Kifki, wie weit unten waren wir? Ich würde hier gerne was hinbauen, André. Ich hab nicht. Oh, Schwein gehabt, dass ich diese Scheiße mitgenommen hatte. Ich wäre gestorben. Zum Glück hatte ich mein Totem. Ich hab aber jetzt keins mehr. Das ist schlecht. Warum höre ich hier die ganze Zeit Geräusche? André, wo bist du hinter? Hier. Steve. Und jetzt nach links. Warte. Schön zwei bei dir noch? Da nicht hingehen. Vielleicht. Weil bei mir ist nur der eine hier. Ich habe noch zwei hier, ja. Geht doch. André? Wo ist er? Ja.
Ich hab was groß gemacht. Was hast du getan? Er hat in mein Haus eingebaut. Hier ist ganz viel Kohle, wieso hast du die Kohle nicht abgebaut? Oh, André. Mann, die bringen mich gleich um, die Viecher. Der zerstört alles. Ah, ich liebe es. Steve, ich liebe es. Na komm runter, du Fickgesicht. Ich ficke dich und deine Ahnen. Na komm, es wird langsam Tag, du kleines Mistvieh. Er verpisst dich. So. Erstmal Ofen anschmeißen. Nach dem kalten Regen draußen. Na komm runter, du Fickgesicht. So, Eisen ablegen. Na toll, jetzt sind die wieder zwei. Das ablegen. Danke, das Steve. Ablegen, das ablegen. Guck mal, wegen dir ist auch noch ein Slime hier. Schön gemacht. Ich hab drei Feuersteine. Ah! Der Stricher! Er kommt angeflogen. Mann, du Nazi, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Okay, hier geht's nicht raus. Ich habe noch mehr Besuch für dich. Ja, ja, die nehme ich jetzt mit zu dir nach Hause. Was du denn? Lass den Slime noch mal da. Alter, ich werde dich gleich töten, ich schwöre dir das. Alter. Ah, fuck. Wieso hast du ihn so weit oben ab? Soll ich hier wieder rauskommen? Ich baue den unten auf. Ja, du kannst den einfach in der Mitte abbauen, dann musst du den da unten nicht mehr platzieren. Warte ganz kurz, ich helfe dir. So. Ey, lass die Tür zu. Ja, ist ein gutes Argument für dich. Problem gelöst. Aua, Mann! Mann, dieses Dreckvieh, es geht mir auf die Eier langsam. Alter, du kleiner Nazi-Rassist, wenn du noch einmal runterkommst und mich schlägst, ich schwöre, ich ficke deine dreckige Bastardmutter, ey. Alter, es geht mir langsam so auf die Eier mit den Viechern hier, ey. Ohne Mist. Wir haben es verstanden. Alter, ja, wo ist der scheiß Zombie-Spawner? Ich weiß, dass der hier ist. Jetzt sitzt du zu diesen Zombies hier auf einer Stelle. Ist die wurde von einem Phantom getötet. Steve ist raus. Nee, das ist doch. Hallo. Aha, ihr kommt alle nicht an mich ran. Der Zombie. Amri, ich warte auf dich. Ja, ich muss noch. Telefon. Mein Beet mal machen. Willst du nicht mal deine Sachen abnehmen? Was machst du da? Was machst du hier in meinem Haus? Ich hab da oben ein Loch gebaut. Warum? Seit wann kann man einen Thron übereinander bauen? Okay. Mann! Da drüber muss halt nur noch mal ein Block frei sein, damit du die öffnen kannst. Oh, ich hab einen Zombie-Spawner gefunden. Den habe ich aber erstmal zerstört. Weil Zombies das bringen nur Scheiße. Fertig. Alten Aufwand. Kipschki, wollen wir eigentlich schon mal die Strecke bauen? Von dir zu mir rüber oder gibt es jetzt nochmal in die Höhle weiter? Lass die Höhle uns weiterkunden, aber ich gehe jetzt kurz zu mir rüber und baller da alles Kack. Weg. Also, mach mal, ich würde mir auch gleich ein paar Eisenspitzhacken organisieren. Ja, mach mir mal bitte auch eine. Mach ich. Also ich würde sagen, mach mal bitte nur. Mach mal für uns beide nur ein oder zwei. Dass wir halt nur, dass wir halt Steinspitzhacken mitnehmen, die benutzen. Braucht eigentlich noch jemand Obsidian? Nö. Nö, ich hab eins vor der Tür.
Okay. Warte, ich muss schnell noch mal eine Kiste bauen. Dafür habe ich auch nicht genug Mats. Kaka. Ich muss jetzt auf jeden Fall Essen mitnehmen. Mann, ey, muss mich ja hier alles anfassen, ey. So eine Dreckviecher, ey, wirklich. Also, wer hat sich denn so scheiße hier ausgedacht, ey? Kann man ja echt nicht produktiv sein. So, schnell mal meine Kühe füttern. Ey, diese Fliegeviecher waren die unnützeste Sache, die sie hier eingebaut haben, echt jetzt. Nicht mehr beschweren. Nicht mehr beschweren, würde ich. Das ist so was? Unnötig. Ein Creeper hat gerade mein Haus weggeballert. Was bei dir? Endlich. Okay. Endlich. Was bei dir? Ich finde, es war verdient. Warum tut er das andere? Ich weiß nicht, warum hier auf einmal Creeper drin war. Entschuldigung. Das könnte Willi sogar wirklich. Könnte man Willi wirklich glauben. Ich will die Willi, wenn du das warst. Ich wünschte, ich wäre es gewesen. Ich wünschte, ich wäre es gewesen. Also war es nicht. Leider, leider. Safe war es. André, ich nehme diesmal eine Werkbank mit nochmal, ja? Jo. Fackeln. Wir sollten auch ein paar Fackeln. Ich nehme jetzt ein paar Stöcke. Okay. Hat sich erledigt. Ich brauche keine Fackeln herstellen. Du hast noch genug im Beutel? Ich habe jetzt fast 2 Stacks mit. Was bei dir? Also es sollte... Sollte an sich reichen, oh, ja. Dann... Du kannst weg. Die Dias lasse ich auch lieber hier. Was kann ich denn noch hier lassen? So, Samen brauche ich kurz mal. Weil der Creeper hier gerade mein Haus weggesprengt hat. Ah, das war jetzt halt meistens sogar noch lustiger. Das freut ja, Willi. Komm her, du Scheißung. Das freut Willi. Andres Schaden. Endlich, endlich Befriedigung in meinem Leben. Das ist einfach so wunderschön. Also, es hätte heute mir nichts Schöneres passieren können. Ich will doch nur aus meiner Kackhöhle raus. Viel zu verwinkelt. Ich warte nur, bis ich hier einen Tee bauen kann. Dann kann ich eigentlich Andres Haus in die Luft sprengen. So, ihr könnt hier bleiben. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Essen tue ich jetzt nochmal. Ach, verdammte Hölle, 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 wo geht's hier rauf? Warum muss diese Kackhöhle nur so verwinkelt sein? So, André, ich komme jetzt wieder zu dir. Ja, ich spaziere jetzt überall Fackeln. Damit die mir nicht auf den Sack hier nochmal gehen. So. Dann einmal die Fackeln wieder aufrüsten. Was habe ich gesagt, nehme ich noch mit? Stöcker nehme ich mit. Achso, apropos Stöcker, Kimski. Eisenspitzhacken. 2 Stück für jeden war. Na, eine reicht eigentlich auch, oder? Ja, jetzt habe ich für jeden 2 gemacht. Okay. Danke für den Slimeball-Schleim. Was machst du da schon wieder mal in der Truhe? Ich habe da gerade eine Steinspitzhacke reingeschmissen. Achso. So, Eisen. Das verrottete Fleisch. Das Ei kann da erstmal rein. Du kommst da rein, du kommst da rein. Junge, jetzt komm mit.
Ja, ich bin Alter. Ray. Das klang gerade wie Big Brother. Satanist, ey. So, komm. Wie du spielst das gleich zu deine Gesöten, Junge. Achso. Ja doch, wir mussten hier rein. Wo sind wir denn links lang gelaufen? Links oder rechts? Links. Oh. Wir müssen hier lang. Mann. Immer hier? André, ey. Ja, hier ist die Treppe. Wäre dieses Spiel bloß angenehmer, wenn André nicht dabei wäre. Dann hätte Kick aber nicht so viel. Die Treppe ist so kacke zum Runterlaufen. Ja. Aber egal. Wichtig ist, dass wir da unten mal ankommen. Achso. Ohne Schaden zu nehmen. Ja. André wollte schon rechts langlaufen, weil er dachte, er ist unten. Nee, ich bin rechts abgebogen, weil ich dachte, dass da. So, Also hoch, weiter, hier weiter. Ich glaube, ja. Wir sind hier lang. Hier ist nichts. Ja, wir sind dein Weg. Den anderen Weg müssen wir noch erkunden, glaube ich. Ne, der da unten war die Sackgasse, oder? Deswegen brauche ich mir jetzt zu. Achso, den brauchst du jetzt zu. So, nein, hier oben geht auch nochmal ein Weg lang. Okay. Ich meine hier rechts runter, das war doch die Sackgasse, oder? Ja. Hier geht's übrigens auch nochmal lang, ja. Ja, den wollten wir jetzt gerade gehen, oder? Achso, okay, hier ist ganz unten. Ich wollte nur, Kimschki, hier mal zumachen. Ob ich jemals hier aus dieser Kackhöhle rausfinde? Nö. Ich glaube auch, ey. Ich sag ganz trocken ein. Oh yes. Hast du die Zeit im Blick, Pascal? Ich hab die Zeit im Blick. Okay. Ah, perfekt. Die? Mhm. Bist du gerade bei mir in der Nähe? Nö. Ich glaube, wir sind oben in der Nähe. Das reicht als Kennzeichnung, oder? Ach so. Okay. Ja. Soll ich runterkommen? Wenn du Bock hast, ich würde dir gerne mal zeigen. Na, was die, Willi Steve zeigen will, seht ihr in der nächsten Folge bei Minecraft Season 1. Ich hab Webster gefunden. Tschüss. Ciao. Ciao.